Das ist eine schwarz angesprühte Glasflasche innerhalb einer 2 Liter PET-Flasche. Unten ist ein CD-Rolling-Gehäuse, das die Flasche vom Boden abhebt. Funktioniert nicht schlecht als Prepping-Gear, um Wasser vorzuheizen, wenn man keine Solaranlage auf dem Dach hat. Funktioniert halt auch mobil. Anhand der thermischen Verformung der PET-Flasche sieht man, dass wir hier sicher über 60 Grad drinnen hatten. Spart unheimlich viel Sprit, wenn man bedenkt, dass man hier 50, 60 Grad heißes Wasser zum Kochen bringen muss, dann auf dem Kocher später, anstatt kaltes Flusswasser. Die eine Seite der Flasche wird dabei sehr heiß, der inneren Flasche. Und damit man den Prozess etwas beschleunigt, dreht man dann einfach die heiße Seite weg, damit auch die andere Seite heiß werden kann. Oder man stellt die Flasche zum Beispiel auf die Fensterbank in einen 90-Grad-Winkel, wo die Scheibe und die Wand auch etwas reflektieren. So, jetzt will ich das mal live aufmachen. Der Deckel hat sich ganz schön angesaugt. Oh, hat man zischen gehört. Also, es ist heiß, man kann den Finger nicht sehr lange ins Wasser halten. Das war jetzt etwa 1,5 Stunden hier in der Sonne. Es ist erstaunlich, wie viel Grad man das Wasser hier mit vorwärmen kann. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Alles Gute.